Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativkirche.de. Kleines Tutorial zu V-Bildern. Heute soll es um das Positionieren von Schrittmotoren gehen. Vielleicht eine kleine Vorabbemerkung zur ACE. Wenn ihr tatsächlich Schrittmotoren mit einer SPS steuern wollt, dann kann ich wirklich nur sagen, da ist die ACE die beste Wahl. Also schneller, einfacher und unkomplizierter bekommt ihr das einfach nicht. Alles, was ihr nachher seht, also sowohl die Rampe fürs Anfahren, wie auch dann fürs Stoppen, als auch das Zählen der aktuellen Position und auch das Umschalten für hoch und runter, ist hier alles schon vorgegeben. Das wird alles im Grunde mit einer Funktion gemacht hier. Das nur als Vorbemerkung, jetzt schauen wir es uns aber an. Bevor ich natürlich den Schrittmotor in eine Position fahren kann, zum Beispiel auf 4387, muss ich natürlich erstmal eine Nullposition festlegen. Das habe ich hier oben mit dem Nullstellungstaster. Damit fahre ich jetzt den Schrittmotor ganz nach oben. Ich drücke also Nullstellung. Jetzt haben wir die Rampe gehört des Anfahrens. Jetzt die maximale Drehzahl. Stopp. Und die aktuelle Position, ihr habt es gesehen, wird jetzt auf Null gesetzt. Und jetzt kann ich über den Befehl Fahre die Position anfahren. Ihr habt jetzt beide Rampen gesehen, sowohl das Anfahren wie auch das Stoppen. Jetzt sind wir bei 4387. Jetzt kann ich eine nächste Position eingeben. Wir fahren auf 12.000. Ich bestätige mit Enter und klicke wieder auf Fahren. Dann fährt er auf die Position 12.000. Wenn ich jetzt wieder die Position zurück möchte, zum Beispiel auf 774. Dann fährt er die Position wieder zurück. Ihr seht, ich habe am Ende der Spindel keinen Endschalter dran. Ich weiß aber, dass mein maximaler Weg 28.000 ist. Wenn ich jetzt als Position hier 29.000 eingebe, klar könnte ich das sperren über das HMI-Tool. Ich mache das trotzdem mal. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Und ihr seht, dass er jetzt die aktuelle Position bei 28.000 hält und nicht weiterfährt. Ich habe also einfach den Wert von 28.000 als letzte Position angelegt. Und egal, was ich jetzt addiere zum Hinfahren oder Zurückfahren, kann ich nicht machen. Das heißt, das muss weniger wie 28.000 sein, ansonsten stoppt er bei 28.000. Okay, schauen wir uns das Ganze noch in V-Bilder an. Ich habe das in V-Bilder so gemacht, dass ich mir natürlich ein Hauptprogramm angelegt habe und dann habe ich mir zwei Unterprogramme angelegt mit Nullposition und absolute Position. In meinem Hauptprogramm frage ich eben das HMI ab und habe hier Set Position. Das heißt, diese Linie hier macht meine Nullstellung und die zweite Linie macht dann meine Positionierung. Zusätzlich sieht man hier meine beiden Abfragen. Wie erwähnt, diese 28.000, die stoppt natürlich sofort meinen Schrittmotor und natürlich über eine steigende Flanke, wenn der Endschalter, der Magnetendschalter betätigt wurde. Das nur als Sicherheit. Dann gucken wir uns zuerst mal das Programm der Nullpositionierung an. Und hier sieht man jetzt mal schön, warum finde ich V-Bilder wirklich die allereinfachste Software ist, um Schrittmotoren anzusteuern. Wenn ich jetzt diesen Block hier mal anklicke, ihr seht hier Store Current Location, habe ich jetzt die Variable Position genannt. In dieser Variable Position wird jetzt also automatisch, ohne dass ihr das irgendwie macht, egal an welcher Stelle ihr diesen Block einfügt, wird jetzt also die Position gezählt und gerechnet. Dann haben wir hier den Soft Start eben schon drin, wo wir sagen können, in welcher Geschwindigkeit der Motor langsam starten soll. Gerade dieser Soft Start muss in anderen Programmen oft aufwendig programmiert werden über eine Rampe. Und dann natürlich die Geschwindigkeit bzw. die Schritte je Sekunde. Zum Schluss haben wir eben noch das Move Motor, also wohin soll mein Motor fahren. Da habe ich jetzt, weil es hier um eine Positionierung geht, einfach die höchstmögliche Zahl eingegeben. Ihr seht hier nicht das Vorwärts-Rückwärts-Fahren. Das Vorwärts-Rückwärts-Fahren wird am Anfang in der Hardware-Konfiguration gemacht. Da gibt es die Direction eben mit E6 und die Direction wird hier selber übernommen von diesem Block. Liegt der Wert eben überhalb von Move2 oder unterhalb von Move2, dann wird automatisch das Ausgangsbit für die Richtung gesetzt. Also wirklich einfacher kann man es gar nicht haben. So, was mache ich jetzt hier?
Unten ist mein Bit für mein Endschalter. Ist dieser Schalter nicht betätigt, solange wird eben der Schrittmotor ausgeführt. Und erst wenn der Endschalter erreicht ist, wird die Funktion Stop-Stepper, der Motor ausgeschaltet. Und auch die Position wird auf 0 gesetzt. Das ist eben die Selbsthaltung hier vom HMI. Die wird aufgehoben und damit ist der Motor positioniert. Dann schauen wir uns Absolutposition an. Das ist im Grunde noch einfacher. Ich schalte den Sollbetrieb ein. Hier mache ich im Grunde genau das Gleiche. Ich umgehe den Taster vom HMI. Davor natürlich noch ein Set Position. Also wenn gerade positioniert er wird, dann kann ich kein Fahren ausführen. Aber wie gesagt, der Sollbetrieb, die Selbsthaltung für meine Positionierung. Ist dann die Position erreicht, also Position ist gleich Sollposition, wird dieser Sollbetrieb auf Off gesetzt. Müsste man im Grunde nicht unbedingt machen, aber ich habe das mal vorbereitet, falls es ein größeres Programm wird. Wenn man mehrere Positionierungen möchte oder so, dann ist vielleicht ganz sinnvoll, das aufzulösen. Wenn ich jetzt über das HMI eben eine neue Position eingebe, dann wird es automatisch über die Modbus-Adresse vom HMI übertragen. Und wird hier eben über Sollposition an mein Unterprogramm weitergegeben und ändert sich dann hier. Im HMI gibt es gar nicht so arg viel dazu zu sagen. Hier nochmal der Hinweis, bei Fahre zu Position könnte ich eben bei Advanced, bei Display Range, könnte ich jetzt eben bei Low 0 eintragen und bei High könnte ich jetzt die 28.000 eintragen. Dann hätte ich da die doppelte Sicherheit. Aber meine Sicherheitskette habe ich tatsächlich gern einfach auch in der SPS und jetzt nicht nur im HMI, falls da was überschrieben wird. Und da ist immer relativ viel Geld kaputt, wenn man so einen Stepper an die Wand fährt. So, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit ACE und den tollen Schrittmotoren.